Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video und zwar gibt es heute so ein kleines Update von allen Tieren von meinem Hof, was sich so getan hat. Aber bevor ich jetzt loslege, noch eine andere Sache. Wir haben uns jetzt endlich für unsere Schafe einen Elektro-Weidezaun geholt, also so einen Weidezaun, den es üblich gibt für jede Schafhaltung. Warum haben wir den geholt? Wir hatten doch eigentlich, der ist da drinnen, ich zeige ihn euch mal, seht ihr? Ich packe ihn jetzt nicht aus, weil das ein wenig schwierig ist mit dem Aufbauen. Und Entschuldigung wegen meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich mache trotzdem Videos. Das ist ein Zaun von hier, der ist ungefähr, warte, in die Höhe ist er 180 Zentimeter in die Höhe und von der Länge, also Höhe ist er 180 und so rüber in die Länge ist er 17,5 Zentimeter. Und ja, das ist dieser sogenannte Schafzaun. Das da diese Dinge, wo man verbindet ist auf den Strom. Wir haben für den Elektrozaun auch hier so eine Metallstange. Die wird dann daneben in den Boden gehauen, weil da dann hier dieses Ding, hier sind diese Stromdinger. Aber dazu komme ich jetzt bald in einem Extra-Video. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen ist es auch scheiße. Jetzt erstmal, bevor ich hinauf zu den ganzen Tieren gehe, erzähle ich noch was anderes. Ihr wisst ja, eigentlich wollte ich meine Schafe ja auch als Greifvogelschutz für meine Hühner nehmen. Weil ich habe ja immer Probleme mit dem Greifvogelcut und das hilft auch sehr gut, habe ich gelesen. Und jetzt ist aber das Problem, im Sommer ist es so, wenn kein Greifvogel unterwegs ist, brauchen ja die Hühner keine Schafe oben. Im Sommer wollten wir die eigentlich hier unten haben, aber weil die jetzt dreimal ausgebüxt sind, haben wir gesagt, es reicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mal, wenn der Stall hier gebaut ist, hier vorne wird ja, wir sind noch nicht viel weiter, aber wenn dann hier vorne der Stall steht und alles, dann werden wir versuchen, den Zaun so aufzubauen, damit es den Tieren gut geht. Ja, jetzt gehen wir mal kurz zu den Hühnern und zu den Enten und dann erzähle ich euch da ein bisschen was. Kurz mal Cut. Entschuldigung, ich habe mein Stativ heute vergessen. Ach ja, hier bin ich noch mal kurz, denn bevor ich jetzt zu den Tieren gehe, noch mal eine andere Sache. Hier, dieser kleine Stall, den seht ihr vielleicht. Was ist das oder was wird das? Wir müssen hier vorne noch zumachen und dann werden wir da ein Netz drüber spannen. Warum? Ganz einfach, ihr kennt mich ja und ihr wisst ja, ich habe eine Henne, eine Zwerghenne, die will sehr gerne klucken und die brütet auch oft. Und wir haben dann oft das Theater, dass die im Hühnerstall hockt und wir müssen dann die Legenester wieder vertauschen, also die Legenester wieder schauen, dass das Huhn draußen ist, keine Eier drunter geschoben bekommt. Und falls wir mal wieder einen Huhn brüten lassen, muss ich hier halt den Stall da hinten noch ein wenig Boden einbauen. Dann wird da ein Nest eingebaut und dann kriegt die Glucke hier einen Stall. Die kriegt natürlich hier dann noch eine Treppe raus mit den Küken. Und dann wird die hier in diesem Halbgehege oben noch ein Netz drüber bekommen. Das wird dann sozusagen so ein kleiner Gluckenaufzuchtstall oder auch so ein Junghühnerstall. Denn es ist ja oft so, dass, ihr wisst ja, ich habe ja meine Hühner auch im Kaninchenstall gehalten. Und das finde ich nicht gut, weil die Küken müssen ja irgendwann mal raus an die frische Luft. Und deswegen habe ich denen gleich sowas gebaut. Es ist ganz einfach. Zu diesem Stall komme ich in einem Extra-Video noch. Jetzt mal kurz zu den Tieren, denn da gibt es auch einiges Neues. Ihr seht hier vorne meine drei Schafe. Rambo ist hier vorne zum Beispiel. Der schaut auch gerade. Warum sind meine Schafe jetzt schon wieder bei den Hühnern? Die waren die ganze Zeit unten. Also, es ist so, meine Schafe sind dreimal ausgerissen und jetzt kriegen die halt irgendwann den Elektrozaun aufgebaut, weil wir die Schnauze voll haben. Aber eigentlich ist das auch nicht schlecht, wenn die hier oben sind, denn in der Regel hatten wir die auch eigentlich angeschafft als Greifvogelschutz, weil es ist ja so, wir haben immer Probleme mit dem Greifvogel gehabt, jeden Herbst, jeden Winter über. Also jetzt ist auch schon wieder die Zeit, wo der Greifvogel kommen könnte. Und ich habe gehört, wenn man bei Hühnern zum Beispiel Ozonschafe hält oder auch Ziegen, nur durch diese bloße Anwesenheit, keine Ahnung warum oder wie, aber durch die bloße Anwesenheit von diesen sogenannten Schafen ist es so, dass die Habichte angeblich Angst bekommen und dann nicht so leicht herkommen. Und das kann man mit allem machen oder wenn man Probleme mit Greifvogel hat, kann man auch noch andere Themen machen.
Ich zum Beispiel finde es gut, wenn man bei Hühnern ein bisschen wegen Schutz hat oder anderes Zeug. Ich zum Beispiel habe am Anfang es so gemacht, wo ich Probleme mit Greifvogel hatte. Sehr viel Versteckmöglichkeiten, also große Unterschlüpfe, viel Bepflanzung, wie zum Beispiel hier vom Schilf. Hier am Schilf hatte ich eine Bepflanzung. Das sieht jetzt ein wenig struppig aus, weil die Schafe auch dran gefressen haben. Ich habe also viel Bepflanzung anfangs gemacht mit vielen Büschen und Bäumen, weil ich gehört habe, das lieben die Hühner zum Verstecken. Irgendwann habe ich auch Unterstände gebaut. Und wir hatten früher auch mal hier über diese Seile, wir hatten früher diese Seile richtig gespannt, hier ordentlich. Und dann hatten wir über diese Seile ein Netz drüber, weil das hat gut geholfen. Viele spannen ja das Netz einfach so und dann knickt es ein. Ich habe also früher mal, ganz früher, ich weiß nicht mehr, wie lange das schon her ist, aber wir hatten früher so Leinen gespannt und dann über diese Leinen hatten wir das Netz gelegt. Das hat immer gut geholfen. Hier seht ihr zum Beispiel meine drei Laufenden. Über die gibt es auch einiges zu berichten, weil es ist ja so, ich habe hier drei weibliche Laufenden und vielleicht werde ich jetzt bald Laufenden-Erpel bekommen, denn ich habe mir was überlegt und zwar, ich sag nur eins, ich habe einen Kontakt von jemandem, der ist Abonnent, er kennt mich, der weiß, dass ich Laufenden habe und der hat mir angeboten, irgendwie mal vielleicht einen Erpel zu holen, ich weiß es noch nicht wie, aber ich werde mir auf jeden Fall mal einen Laufenden-Erpel holen, damit ich dann bald auch, weil das mein größter Traum ist, dass ich irgendwann mal eine Naturbrut machen kann mit Enten. Ich weiß, ich habe mal gehört, Laufenden sind eigentlich keine so guten Naturbrüder. Auch wenn das nicht mit der Naturbrut hinhaut, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und deswegen will ich das ausprobieren. Ansonsten, was gibt's sonst Neues zu berichten? Ihr kennt mich ja und ihr wisst ja, ich tue vieles. Ich tue sehr gerne viel Gutes für meine Hühner. Und es ist ja so, dass ich hier viele Hühner habe und auch zwei Hähne. Und diese Voliere hier. Und da will ich es jetzt so machen. Hier seht ihr nochmal die Bruthenne. Diese Henne will sehr gerne klucken. Und wenn die das nächste Mal klucken möchte, kriegt die halt einen extra Stall. Weil sonst habe ich wieder so scheißen Aufwand mit, sonst habe ich bloß wieder einen Aufwand mit diesen komischen Separieren und allem. Zu der Voliere nochmal. Diese Voliere hatte ich am Anfang, wo ich die gebaut hatte, nur provisorisch gebaut. Hier zum Beispiel habe ich an diesem Draht ein wenig einen Sichtschutz hin, damit der Wind nicht so durchpfeift. Hier möchte ich eigentlich eine Düre wieder einbauen, so ordentlich mit Scharnier, damit ich dann hier die Düre auch wieder schließen kann. Weil das hat gut geholfen, wo Vogelgrippezeit war, da war das sehr gut, da haben sich die Hühner da aufhalten können, konnten trotzdem raus und alles, hatten aber sehr viel Platz noch. Und das hat mich einfach gefreut, dass sowas hingehauen hat, einfach sehr gut. Ansonsten geht's von meinen Tieren ganz gut. Wir schauen gleich noch in den Stall, aber bevor ich jetzt hier reinschaue, nochmal einige Sachen. Ich werde jetzt wieder versuchen, mehr Videos zu drehen, was aber oft schwierig ist. Und jetzt noch eine andere Sache. Ich möchte ganz herzlich ein paar Leute grüßen. Und der Rambo bestimmt auch, oder Rambo? Möchtest du Leute grüßen? Dann mal kurz Cut. Hallo, meine herzlichen Grüße, auch die von meinen Tieren. Ich möchte ganz herzlich grüßen den Till, den Elias, die Emilia, die Michaela, die Marie, die Anastasia, den Andi und die Claudia. Die möchte ich sehr gerne herzlich grüßen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr schaut auch dieses Video. An euch gehen Grüße raus. Und ich gucke jetzt mal kurz weiter vor zu den Kaninchen in den Stall und auch zu den Hühnern. Denn ich weiß nicht, wie genau ich es machen soll, aber es ist ja so, es sieht schon wieder regenmäßig aus und es wird jetzt auch wieder Herbst langsam. Deswegen kann ich jetzt auch wieder mehr Videos machen, weil ich habe jetzt auch mehr Zeit und in meinem nächsten Video für euch alle Abonnenten werde ich wahrscheinlich ein anderes Video machen. Ich weiß noch nicht welches. Ich hatte geplant Hofrundgang. Ich hatte geplant bestimmte Videothemen über die Hühnerhaltung. Und noch eine andere Sache, ihr kennt mich ja, ihr habt ja auch gerade erfahren, dass ich hier diesen kleinen Stall habe. Den hatte ich früher schon mal so ein kleines Stall, das war früher ein kleines Hühnerhaus. Dann war das ein kleiner Entenstall und es ist ja so, weil dieser Stall hat ja hier den, da werden wir dann innen drin noch den Boden ausbauen, Nester reinkommen und dann kann die Glucke hier mal raus. Und wenn das irgendwann zu klein wird, dann werde ich hier einfach so richtige Pfosten einhauen in die Erde, eins hier. Ein Stück weit vor, damit die Küken dann oder die Hühner einen nächsten Stall bekommen, weil ich mache es dann so, da unten werden ja die Schafe dann
einen Stall bekommen, wenn der fertig ist. Und dann werde ich den Elektrozaun dort aufbauen. Dann kriegen die da unten die Schafe einen Platz im Sommer. Im Herbst bleiben die Schafe da oben als Greifvogelschutz. Dazu mache ich aber noch mal ein extra Video, wie man Hühner schützen kann vor Greifvögel, welche Methoden. Ich werde noch einige Videos machen und ja, jetzt gucken wir mal kurz in den anderen Stall, was es da zu berichten gibt. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und jetzt noch mal eine andere Sache. Ich habe jetzt meine Kaninchen ausgemistet, also ihn auch, der hat von mir ein frisches Stroh bekommen und auch Äste, denn meine Kaninchen können ja gerade nicht raus. Und weil ich jetzt gesagt habe, ich will die eigentlich im großen Freigehege haben. Es ist aber so, die haben sich ja, das Gras ist ja nass von den Kaninchen. Und meine Kaninchen dürfen ja kein nasses Grünzeug essen, oder? Ihr dürft ja kein nasses Grünzeug ja essen, weil das auch nicht gut für die Kaninchen ist, wenn man den Kaninchen, nasses Gras füttert. Das ist nicht gut, da kriegen die auch Durchfall. Und deswegen lasse ich die, wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist, im Stall. Und dann kriegen sie aber im Stall immer genug zu fressen. Jetzt gucken wir mal zu den Hühnern und dann erzähle ich euch da noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber auf meinem Kanal gibt es ja eine Playlist oder viele Playlists. Und ich hatte mal früher auch Videos gemacht über meine Küken. Wenn ich Küken hatte mit der Schlüpfung, und dann hatte ich hier früher auch immer Küken laufen. Das ist jetzt wieder nur noch ein Lagerraum, aber der wird wieder umgebaut. Jetzt gucken wir erstmal zu den Hühnern rein, wie viele Eier da sind. Und Futter habt ihr auch keins, habt ihr bestimmt dann Hunger. Schauen wir mal, da ist ein Ei und ein, sind es zwei Eier. Ja, das ist auch ein echtes Ei. Also zwei, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Hier haben wir die Ella, die will ich nicht länger stören. Hier haben wir auch noch einen Huhn, das sind auch einige Eier. Und hier, obwohl es Herbst ist und sehr winterisch, legen meine Hühner sehr gut. Das liegt aber daran, dass meine Hühner abwechslungsreiches Futter bekommen und dass die es halt auch gut haben. Und deswegen sage ich mal so, meine Hühner legen sehr gut, vor allem, weil ja die auch viel Wasser immer bekommen. Ich werde mal bald ein neues Video machen und eigentlich wollte ich heute auch dieses Video mit Stativ filmen, damit ich die Kamera abstellen kann und dann in Ruhe reden kann. Aber ich habe mein Stativ nicht gefunden, das muss ich schauen, wo das ist. Und trotzdem hoffe ich, hat es euch soweit gefallen. Ein kleines, kurzes Update. Ich werde wieder mehr Videothemen machen, wie gesagt, und auch längere. War jetzt nur mal ein kurzes Update, wie es den Tieren so geht. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne Kommentare. Aktiviert die Glocke. Abonniert weiter und folgt mir auch gerne auf Instagram. Alexander Lotter 2003 heiße ich da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.